In Katalonien dauern die Proteste der Separatisten an. Sie halten am Referendum für die Unabhängigkeit am 1. Oktober fest, obwohl die spanische Regierung Nein dazu sagt und mit immer härteren Maßnahmen durchgreift. Letzte Nacht eskalieren die Proteste. Die spanische Polizei drängt die Separatisten mit Schlagstöcken zurück. Einige von ihnen antworten mit Gewalt, andere friedlich mit Gesang. Dann werden die Proteste noch einmal größer, als bekannt wird, dass die Guardia Civil, die spanische Militärpolizei, am frühen Morgen 14 Mitglieder der Regionalregierung festgenommen und fast 10 Millionen Plakate und Wahlzettel beschlagnahmt hat. Die Botschaft ist klar. Dieses Referendum hat nicht stattzufinden, wie Ministerpräsident Rajoy nicht nur einmal deutlich gesagt hat. Es sei illegal und von der Mehrheit der Katalanen nicht gewollt, sagt er. Tatsächlich sehen Umfragen die Gegner einer Abspaltung derzeit vorn. Die gestrige Polizeiaktion in Katalonien hat auch in Südtirol aufhorchen lassen. Nahezu parteiübergreifend wurden die Razzien der Guardia Civil und die Festnahmen in den Ministerien der katalanischen Regionalregierung kritisiert. Die gestrige Polizeiaktion gegen das Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien wird in Südtirol großteils kritisch bewertet. Landeshauptmann Kompatscher spricht von einem inakzeptablen Vorgehen der spanischen Regierung. Auch für die Südtiroler Freiheit kam das militante Vorgehen Madrids überraschend. Eigentlich schon, denn zeigt sich Spanien als Völkerkerker. Und eine demokratische Verfassung darf niemals ein Völkerkerker sein. Auch der Südtiroler Schützenbund beobachtet das Streben nach Unabhängigkeit in Katalonien ganz genau. Erst vergangene Woche hielt sich eine Delegation in Barcelona auf. Südtiroler Schützen werden auch als Wahlbeobachter das Referendum am 1. Oktober verfolgen. Ja, es hat sicherlich zu einer einheitlichen ganzen Situation, einer ganzen Stimmung vor Ort geführt. Wir als Südtiroler Schützenbund hoffen aber trotzdem, dass das Ganze friedlich bleiben wird, dass die Leute friedlich zu den Wahlurnen gehen, wenn ihre Stimme abgegeben werden. Der italienische Regierungsdelegierte Kataloniens hat bereits gestern in der Tagesschau angekündigt, dass man das Referendum trotz der Einschüchterung aus Madrid durchführen will. Völkerrechtlich ist das Selbstbestimmungsrecht aber nach wie vor umstritten. Die äußere Selbstbestimmung wäre eben eine Unabhängigkeit, wobei die laut der Lehre im Völkerrecht eben nur unter gewissen Voraussetzungen möglich ist und eben die vorherrschende Meinung sagt, eben wenn eben Menschenrechtsverletzungen passieren. Auch stellt sich die Frage, wie die EU die Forderung Kataloniens nach Unabhängigkeit bewertet. Was natürlich für Südtirol jetzt interessant ist, wenn wir nach Katalonien blicken, ist natürlich, was passiert, wenn es ein unabhängiges Katalonien geben würde. Wie sieht es aus? Würde eben eine Nachfolge in den internationalen Verträgen oder eben auch, wie sieht es mit der EU-Mitgliedschaft aus? Das wäre natürlich sehr interessant, glaube ich, für ganz Europa und natürlich auch für andere Minderheitengebiete. Optimisten hoffen, dass Spanien doch noch einlenkt. Pessimisten rechnen sogar mit Gewalt. In diesen Tagen blickt nicht nur Südtirol gespannt nach Katalonien.